Ja, guten Morgen. Good morning. Ich bin sehr erfreut, das erste Panel heute einführen zu dürfen. We're going to start with Anne Wiet with a talk which is titled With System Towards Balance, Agnes Martin's Compositional Process. And Anne is going to talk about the composition of Martin's works and the compositional process in relation to the art historical context. So abstract expressionism, formalistic tendencies at the time, but also in relation to Agnes Martin's own philosophical and aesthetic interests, such as classic aesthetics and Buddhist traditions. Anne Wiet is a research associate at the Staatliche Kunstsammlung Dresden, at the Research and Academic Cooperation Department, working, for example, on the research program Europa Welt, also Europe and the World, which is based on different collections of the different museums of the Staatliche Kunstsammlung Dresden. She studied art history, Spanish and German studies at the University of Hamburg from 2000 to 2007, graduating with a thesis on Agnes Martin, and her work in relation to abstract expressionism as well as minimal art. She then did a PhD on wall works in the exhibition space with a very beautiful title, Könnten diese Wände reden? Zeitgenössische Wandarbeiten im Ausstellungsraum. So if those walls could speak, contemporary wall works in the exhibition space. And the work was also published in 2014 under an equally nice title, Addicted to Walls, Zeitgenössische Wandarbeiten im Raum, 2014. She also worked at the Kunsthalle Mannheim, and she was then a lecturer at the Freie Universität in Berlin, giving a seminar on curatorial practice, and she has been at the Staatliche Kunstsammlung Dresden since 2014. In her research, she focuses on modern art and art theory, on art after 1945, but also on contemporary art, and she's very interested in the relationship of art and architecture in the museum, as well as the history of exhibition displays. So that's going to be the first paper, and then right after, we're going to hear Eva's paper. Eva Ehninger, who is the Laurens Professor for Contemporary Art at Basel University, and she's going to talk about two concrete works of art, which I think is really important, in this symposium to really focus on individual works. And she's going to talk about Agnes Martin's painting Tundra, which is one of the last paintings that Agnes Martin made before leaving New York in 1967. And she's going to compare and contrast that work with a work by Barnard Newman with a similar title, which was made in the 1950s. And she's going to argue that Martin's proposed kinship with Newman places Martin not just into a genealogy of abstract painting, but also in a tradition of meaningful abstraction. Eva Ehninger is, as I already mentioned, Laurens Professor for Contemporary Art at Basel University in Switzerland. She also studied art history, but also museum studies, English literature and American studies from 2000 to 2006 in Heidelberg, Michigan and Frankfurt. In 2011, she did her PhD in art history with a thesis Vom Farbfeld zur Landart, Ortsgebundenheit in der amerikanischen Kunst 1950 bis 70, which was published in 2013. From 2011 to 2015, she was assistant professor at the Institute of Modern and Contemporary Art at Bern University. And her research focuses also on the history and theory of photography, on the theory and critique of modernism, on materialities of contemporary art, which I find very interesting also in relation to Agnes Martin. And recent publications include, for example, an article on Happening, What's Happening? Ellen Kaproff and Claes Oldenburg Argue About Art and Life, which was published in the Getty Research Journal. And she also was the co-editor of, this is very difficult to translate, Theorie hoch zwei, Potenzial und Potenzierung künstlerischer Theorie, which was published in Bern and Berlin in 2014. I'm very looking forward to those two papers, and then we will have a discussion after listening to both lectures. Thank you. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Können Sie mich alle gut verstehen?
Für den, der sich einlässt, ist die Begegnung mit Agnes Martin, Zwerg, eine angenehme. Hier stößt man sich nicht, hier tut nichts weh, hier provoziert und schockiert nichts. Agnes Martin öffnet dem interessierten Kunstbetrachter die Tür für einen intensiven, durchaus auffühlenden, aber versöhnlichen Rezeptionsprozess. Durch das, so möchte ich es nennen, Werkprinzip des Oszillierens, pendelt sich das Œuvre von Martin auf einem faszinierenden Mittelweg ein und ist darin, bei genauer Betrachtung und dem Prozess des Oszillierens wohl implizit, geprägt von Spannungen und Ambivalenzen. Das im Folgenden umrissene Werkprinzip zeigt sich nicht nur im Hinblick auf das Kompositionsverfahren ihrer Bilder, vielmehr lässt sich das Hin- und Herschwingen auch hinsichtlich der evozierten Wahrnehmungsprozesse, der Selbstäußerung der Künstlerin und nicht zuletzt mit Blick auf die Verortung in der Kunstgeschichte konstatieren. So, das ist der Running Gag von gestern. Jetzt, okay. Spannungen und Widersprüche auf unterschiedlichsten Ebenen wurden bereits in zahlreichen Texten zu Agnes Martin herausgearbeitet. Mit diesem Beitrag möchte ich versuchen, dieses als ein Grundprinzip für Werk und Person zu verstehen, für das mir die Vorstellung eines oszillierenden Pendels, das um seine eigene vermittelte Ruheposition schwingt und sich im Lauf der Zeit entlang dieser einpendelt, als treffendes und erhellendes Sinnbild erscheint. Meine Überlegungen basieren auf der 2006 verfassten Magisterarbeit, in der ich den Hang zum Mittelweg in Martins Werk bereits andeutete und in Auseinandersetzung mit dem sie umgebenden künstlerischen und zeithistorischen Kontext darlegte. Motiviert von einer bis dato stark auf die Schriften fixierten oder eben rein formalistischen Lektüre ihres Œuvre. Die Rezeption der letzten 10 Jahre hat eine Wendung gebracht, wie Francis Morris deutlich macht, ich zitiere. Die Vorstellung, dass ihre einzigartigen Neuerungen der frühen 1960er Jahre in Isolation oder ganz durch Inspiration entstanden seien, können wir nicht mehr verstehen. Vertreten. Zitat Ende. Dieser Haltung folgend widerspricht meine Annäherung jedoch Bryony Fair, die in ihrem Beitrag zum Katalog der hier und in London gezeigten Ausstellung schreibt, ich zitiere, auch wenn ihre Bilder als überaus fragil in der Wirkung gelten, ist da etwas sehr Unbeugsames in ihrer Verweigerung eines Mittelwegs. Unserem Versuchen, sie etwa als Landschaften zu lesen, was Rückverweise auf die Natur erlauben würde, steht nicht nur der Wunsch der Künstlerin, sondern auch die entscheidende Abstraktion der Werke selbst entgegen. Zitat Ende. Aber gerade wenn man, wie Bryony Fair, den Rahmen der malerischen Abstraktion aufzieht, ist es für meine Begriffe nicht überzeugend, Agnes Martin als radikale, unbeugsame, kompromisslose Position darzustellen. Betrachtet man ihre Arbeit im Kontext ihrer Zeit, also im Resonanzraum des abstrakten Expressionismus und der Vorbereitung und Umsetzung radikaler Umbrüche in der Kunst der 1960er Jahre, so handelt es sich um ein konsequentes, innovatives, präzises und sehr durchdachtes Œuvre, das ganz entscheidend von den damals virulenten Fragen der Kunst und insbesondere der Malerei beeinflusst ist. Ein Werk, das in diesem Spannungsfeld eine eigenständige Bildlösung verkörpert, die sich, so möchte ich im Folgenden zeigen, aus einem äußerst feinsinnigen Gespür für den Mittelweg, für die Ruheposition zwischen zwei Polen manifestiert. Mittelweg ist dabei keineswegs negativ konnotiert. Vielmehr macht er einen Großteil der Faszination für das Werk und die Person Agnes Martin aus. Eine Faszination, die bis heute anhält, in einem Kunstbetrieb, der nach wie vor nach dem ultimativ Neuen, nach dem Bruch mit dem Gewesenen und nach der schockierenden Revolution sucht. In dieser konventionellen Suche muss die Begegnung mit Agnes Martin irritieren. Denkt man also die Entwicklungen von abstraktem Expressionismus, geometrischer Abstraktion, Minimalismus, der Konzeptualisierung und Kontextualisierung der Kunst in der Betrachtung der Arbeiten von Agnes Martin mit, dann wird deutlich, dass ihr Werk im Wirkungsbereich der paradigmatischen Veränderungen des Mediums Malerei im 20. Jahrhundert steht und dass es darin eine unkonventionelle, ja irritierende Rolle einnimmt, denn es oszilliert. Im Folgenden fokussiere ich 2 Aspekte. Die Verräumlichung der Malerei bzw. der so häufig zitierte Ausstieg aus dem Bild in den Realraum und die damit verbundenen bildtheoretischen Überlegungen. 2. Die Rolle des Betrachters im Rahmen der zunehmenden Kontextualisierung der Kunst.
Als Agnes Martin 1958 nach New York zog, war die New York School weltweit bekannt und die theoretische Auseinandersetzung mit dem abstrakten Expressionismus bereits vollzogen. Die Analysen von Harold Rosenberg und Maya Shapiro, die beide den Ausdruck des Selbst, also die künstlerische Geste, in den Vordergrund stellten, sowie die Beobachtungen von Clement Greenberg waren im US-amerikanischen Kunstdiskurs geläufig. Dominiert wurde die kunsttheoretische Debatte jedoch von dem einflussreichen Clement Greenberg, der in zahlreichen Aufsätzen die Malerei des abstrakten Expressionismus feierte. Für Greenberg war die Reinheit der Gattung und die bereitwillige Akzeptanz der Beschränkung des Mediums der jeweiligen Kunst entscheidend. Die Kriterien, unter denen Greenberg die Arbeiten der einzelnen Künstler bewertete, verwiesen bereits auf die modernistische Kunsttheorie, die er in dem Artikel Modernist Painting von 1960 expliziter, ja sogar dogmatisch ausformulierte. Indem der Maler die Bedingungen seines Mediums respektiere, Schlagwort Gattungsspezifik, könne er diese effektiver hinterfragen, Schlagwort reflektierte Selbstkritik, und erkennen, dass gerade die abstrakte Malerei narrativen Prinzipien entsage. Gemäß der Wesenheit des Mediums gehe es primär um optische Effekte, die vor allem dadurch zu erzielen seien, dass der Maler das Alleinstellungsmerkmal seiner Gattung, nämlich die Leinwandfläche, betone und sich bemühe, die Illusion von Tiefe zu vermeiden. Greenberg forderte einen veränderten Umgang mit der Figur-Grundbeziehung, wie er von den flächigen Kompositionen der abstrakten Expressionisten bereits etabliert wurde. Er bevorzugte eine reduzierte Farb- und Formpalette. Neben Farbe, Fläche und Form war die Linie für Greenberg ein weiteres eigenständiges Darstellungsmittel. Mark Roscoes Kompositionen verdeutlichen, worauf Greenberg seine Argumentation aufbaute. Roscoe versuchte der kompositionellen Methode, in der die Beziehung von Farbe und Form im Vordergrund stand, zu entkommen. Er schichtete in der Regel 2 bis 3 Rechtecke in 2 bis 3 kräftigen Farbtönen vor einem andersfarbigen Hintergrund übereinander und arbeitete folglich in einer reduzierten Farb- und Formwahl. Die Formen sind meist nicht exakt umrissen und erscheinen in einem unbestimmten Raum zu schweben. Dieser öffnet sich zwar in die Tiefe des Bildraums, aber zugleich kommt er dem Betrachter entgegen. Roscoe bemühte sich, die erzeugte räumliche Tiefe einzudämmen, zugunsten eines optischen Effekts, der entscheidend von seiner lasierenden Malweise geprägt war. Seine Bilder gleichen energischen Feldern, deren vibrierender atmosphärischer Charakter den Betrachter anlockt. Dass Agnes Martin Roscoes Kompositionen bewunderte, ist bekannt. Auch, dass sie mit ihm den Anspruch teilte, abstrakte Emotionen wiederzugeben. Und dennoch zeigt ein Bild wie This Rain, dass Martin die Greenbergsche Bildtheorie noch ein Stück weiterführte und somit teilnahm an der damals aktuellen Debatte der Malerei. Das Bild ist von geringer illusionistischer Wirkung. Es ist, mit Greenberg gesprochen, noch flacher als Roscoes Kompositionen. Die Bildfläche wird noch stärker betont. Vor allem aber führt Agnes Martin hier anschaulich vor Augen, wie eine minimale Setzung auf der Bildfläche umgehend eine Relation von Figur und Grund erzeugt. Es gelingt ihr, das Vor- und Zurückspringen der beiden klar konturierten, in deckenden Farben aufgetragenen Rechtecke in Hinblick auf den sie umgebenden Grund nicht nur als optischen Effekt, sondern zugleich als Grundprinzip der Malerei nachvollziehbar zu machen. Auch das Gemälde Untitled zeigt, dass Martin mediumsspezifische Fragen reflektierte. Das Bild, erneut in nur 3 gedeckten Farben gemalt und mit 2 Formen agierend, dem Viereck und dem Kreis, thematisiert zum einen das Erzeugen von räumlicher Illusion mit nur wenigen Mitteln, denn der zentrierte dunkle Kreis übt eine Sogwirkung aus, hinein in den illusionistischen Bildraum. Zugleich jedoch lenken die dunkelbeigen Rahmen den Blick vom Kreis ab. Sie ziehen ihn geradezu aus der Tiefe wieder hervor und das Bild scheint in seiner räumlichen Illusion für einen Moment zu kippen. Die im Blickfeld stets vorhandenen gestaffelten Rahmen wiederholen die quadratische Form der Leinwand und verweisen auf den neuralgischen Punkt der Greenbergschen Theorie.
Bildfläche, Bildrahmen, Bildkörper. Es war wiederum 1958, als der 22-jährige Frank Stella mit seiner Serie der Black Canvases Greenbergs Forderung nach der Betonung der Bildfläche radikalisierte und ad absurdum führte. Denn er ebnete damit die Anerkennung des Bildes als Körper im Raum und trug entscheidend zur Erweiterung des Malereibegriffs bei, der sich in seiner Öffnung hin zu dreidimensionalen, realräumlichen und damit skulpturalen bzw. installativen Tendenzen in der Malerei Greenbergs Reinheit der Gattung widersetzte. In Erweiterung des Interesses des abstrakten Expressionismus an der Bildfläche anerkannte Stella deren Dinglichkeit nicht nur, sondern thematisierte sie explizit, indem er die Form des Bildträgers und die bildimmanente Form als untrennbare Einheit verstand. Stella visualisierte diese Überzeugung durch die univoke symmetrische Struktur, die sich in die sie umrahmende Fläche einfügt und zugleich aus ihr zu entspringen scheint. Diese Methode wurde in seinen Shaped Canvases auf die Spitze getrieben. Hier greift die Breite der Streifen die Tiefe des Keilrahmens auf. Zudem wurde das Literal Shape dem Depicted Shape entsprechend beschnitten. Das Bild fungiert als Gegenstand, dessen Objekthaftigkeit zugleich ins Auge springt. Stellas Werke basieren auf der von ihm selbst als Non-Relational Painting bezeichneten Kompositionsmethode, die endgültig mit dem traditionellen europäischen relationalen Konzept brechen wollte. Diese nicht-relationale Malerei misst aufgrund der symmetrischen Anordnung und der einheitlichen Farbwahl keiner der einzelnen Bildpartien größere Bedeutung zu. Hier werden weder durch Form noch durch Farbe Akzente gesetzt und keine Fläche ausgleichend einer anderen gegenübergestellt. Auch Agnes Martin wollte Gleichwertigkeit. Allerdings wählte sie dafür nicht den radikalen Weg eines Frank Stella, sondern blieb dem klassischen Tafelbild und den Grundfesten der Malerei treu. Das Verfahren, mit dem es Martin gelang, eine gleichwertige Bildkomposition herzustellen, ist die systematische Reihung der Formen innerhalb einer Gitterstruktur, kombiniert mit der vorsichtigen Verwendung von Farbe, wie es in zahlreichen Bildern ab den 1960er Jahren deutlich wird. In Bildern wie Leaf, The Cliff oder Grass nutzt Martin das Prinzip des All-Overs und füllt die gesamte Bildfläche mit der Gitterstruktur. Zudem ließ sie die Module frei von weiteren Markierungen. In den Grid-Bildern wird deutlich, wie die Künstlerin mit Farbe, Linie, Form, Struktur und Bildfläche umging. Allen Gestaltungselementen kommt in Bezug auf die Gesamtwirkung des Bildes gleiche Bedeutung zu. Ein Prinzip, das Martin von den abstrakten Expressionisten unterschied. Denn sowohl die Linie als auch die Form waren in deren Kompositionen dem dominierenden Effekt der Farbe untergeordnet. Auch wenn sie durch das Prinzip des All-Overs keiner der Bildflächen mehr Bedeutung zumaßen als der anderen, so ist die völlige Gleichwertigkeit aller Gestaltungselemente, wie sie Martin und Stella in ihren Bildern verfolgten, nicht gegeben. Während die Gleichwertigkeit für Martin die maßgebliche Errungenschaft darstellte, diente sie Stella als Sprungbrett, um seine Shaped Canvases zu entwickeln und primär den Objektcharakter der Arbeiten zu betonen. Martin hingegen ging diesen entscheidenden, das Tafelbild hinter sich lassenden Schritt nicht. Für sie sollte die äußere Form nicht die innere Struktur oder umgekehrt dominieren. Dies verdeutlicht das Prinzip, keine quadratischen Module zu verwenden, indem die vorgegebene quadratische Leinwandform mit identischen rechteckigen Einzelformen gefüllt ist, herrscht ein Gleichgewicht zwischen Literal und Depicted Shape. Die innere Form behauptet sich gegen die äußere Form, anstatt in ihr aufzugehen. Martin war nicht an der Betonung des Bildobjekts, sondern an der Beziehung und Wechselwirkung von äußerer und innerer Form interessiert. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Es gibt meines Wissens nach, bitte korrigieren Sie mich, keine Grids, in denen die Gitterstruktur selber quadratisch ist, sondern es sind immer Rechtecke. Das meinte ich damit. Und das ist natürlich was anderes, ob ich eine quadratische Bildfläche nochmals mit quadratischen Strukturen ausfülle. Es wird also deutlich, dass sich Martins Kompositionsverfahren vor dem Hintergrund der damals aktuellen Kunsttheorie und Debatten ausbildete und dass sie in ihrer Umsetzung einen Mittelweg zwischen der sich leerlaufenden Greenbergschen Theorie
und den radikalen Neudefinitionen der Malerei wählte. Nun möchte ich eine weitere Tendenz und paradigmatische Wende in der Kunst Ende der 1950er und der 1960er Jahre betrachten. Die Öffnung gegenüber dem Kontext des Werkes. Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt sich ein umfassendes Interesse der Künstler an der Kategorie Raum beobachten. Es verläuft analog zur gesellschaftlichen Beschäftigung mit dieser existenziellen Größe und lässt Michel Foucault 1967 feststellen, dass sich das 20. Jahrhundert als ein Zeitalter des Raumes begreifen ließe. In den 1960er Jahren mündet das zunehmende Raumbewusstsein in der Kunst in ein ausgeprägtes Kontextbewusstsein, das sich erst mit der vollständigen Überwindung des, ich zitiere Juliane Rebentisch, vorkritischen Verständnisses des Verhältnisses von Kunst und Raum in den 50er Jahren, Zitat Ende, zugunsten eines analytischen Bewusstseins für die Wechselwirkungen zwischen dem Werk und seinem Kontext durchsetzen kann. Die vielseitigen räumlichen Expansionstendenzen der 1960er Jahre, Environments, Happenings, Performances, Land Art, zeigen dies. All diese installativen Arbeiten, die auch den New Yorker Kunstbetrieb aufmischten, weisen darauf hin, dass ein Werk nicht ohne seine Umgebung gedacht werden kann, dass die Umgebung einen Betrachter beinhaltet, der dem Kunstwerk Bedeutung gibt. Der Vergleich einer Grid-Komposition von Martin mit Werken von Warren Newman und Sol Witt soll zeigen, dass Martin sich auch hinsichtlich dieser Frage zwischen zwei Polen einpendelte. Der Umgang mit dem Raum, also dem Bild wie Realraum, ist ein Kerngedanke der großformatigen Bilder der abstrakten Expressionisten. Sie reflektieren bereits die Erfahrung des Betrachters im Raum. Barnett Newman beschrieb es selbst. Ich zitiere: Anstatt Umrisse zu verwenden, Formen zu gestalten oder Räume abzugrenzen, behauptet meine Zeichnung den Raum. Zitat Ende. Newman wollte durch das Prinzip einer möglichst illusionsfreien abstrakten Malerei absolute Emotionen unmittelbar erfahrbar machen. Dies gelang ihm in erster Linie durch die das Gesichtsfeld des Betrachters deutlich überschreitenden Großformate, deren Ziel es war, das Erleben von Raum zu evozieren. Gemäß der Vorgaben Newmans steht der Betrachter der monochromen Farbfläche möglichst nahe gegenüber. Er ist folglich primär mit der Farbe und ihrer Flächigkeit konfrontiert. Eine Fokussierung des Blicks ist kaum möglich. Einziger Orientierungspunkt sind die SIPs, die vertikal über die gesamte Bildfläche verlaufen. Sie liegen meist im Augenwinkel des Blickenden. Der Betrachter beginnt sich einerseits in den chromatischen Farbfeldern zu verlieren, zugleich verschließt sich die Bildfläche jedoch ob der geringen illusionistischen Wirkung und wirft den Betrachter zurück in den Realraum. Der SIP fungiert ähnlich. Denn in seiner die Farbfläche zerschneidenden Wirkung führt er die Wahrnehmung des Betrachters aus der Farbfläche heraus. Newmans Bilder provozieren zur Auseinandersetzung mit Räumlichkeit. Zum einen mit der Bild, zum anderen mit der Realräumlichkeit. Und darüber erwirken sie zugleich die Konfrontation des Betrachters mit sich selbst als Element des Raumes. Diese ambivalente räumliche Erfahrung, das Oszillieren zwischen Bild und Realraum, und die damit verbundene situative Einbeziehung des Betrachters in den Rezeptionsprozess sind Innovationen der abstrakten Expressionisten, die Martin in ihren Bildern übernimmt. Der Wahrnehmungsvorgang der Bilder von Agnes Martin wurde ausreichend beschrieben. Etwa angefangen bei Kesha Linville über Rosalind Krauss' Drei-Phasen-Modell bis hin zu Anne Wagner, die in der DIA-Publikation von 2011 zu Recht feststellte, dass der Rezeptionsprozess eigentlich mit der Fernsicht, also einer ersten von insgesamt 4 Schritten beginnt, nämlich Fernsicht, Nahsicht, Mittelsicht, Fernsicht. Hat die monochrome flirrende Bildfläche das Interesse des Betrachters geweckt, nähert er sich dieser an, immer näher, bis er schließlich entdeckt, worauf der optische Effekt beruht. Aus einem mit höchster Sorgfalt ausgeführten Gitternetz, das in Form von Bleistiftlinien die gesamte Bildfläche überzieht. In Nahsicht forscht der Betrachter nach den Spuren des Werkprozesses. Stück für Stück vollzieht er Prinzip, Logik und Herstellung der Leinwand nach. Sein Blick schweift dabei dicht entlang der Oberfläche.
Und doch erhält er nach einer Weile den Impuls, wieder zurückzutreten und nun mit einem veränderten Bewusstsein das Verschließen des Gitters zu einer opaken Fläche zu beobachten. Er tritt von der Leinwand zurück. Hier wird ein optimaler Wahrnehmungsvorgang beschrieben, der jedoch, mit Wolfgang Kemp gesprochen, auf den Rezeptionsvorgaben des Bildes beruht. Der Betrachter und die durch das Werk sowie den Umraum erzeugte ästhetische Erfahrung rückten in den 1960er Jahren ins Zentrum der Aufmerksamkeit, auch bei Agnes Martin. Indem ihre Bilder die Bewegung des Rezipienten herausfordern, ermöglichte sie nicht nur eine visuell-kognitive, sondern auch eine physische Erfahrung des Betrachters im Raum. Sie erlauben ein Oszillieren zwischen Fern und Nah, zwischen Bildraum und Realraum, zwischen Begreifen und Fühlen, zwischen Illusion und Selbsterfahrung. Es ist nicht nur das am menschlichen Körper orientierte Format ihrer Leinwände, it's a size you can walk into, so die Künstlerin, sondern auch die Attitüde gegenüber dem Betrachter, die Agnes Martins Werke von den Bildern Newmans und den der abstrakten Expressionisten unterscheidet. In Martins Arbeiten liegen die Bildränder stets im Blickfeld des Betrachters. In Martins Arbeiten liegen die Bildränder stets im Blick des Betrachters. Selbst bei der Fokussierung des Gitters in Nahsicht sind die silbernen Rahmen der Bilder präsent und markieren den Übergang in den Ausstellungsraum. Der Betrachter bleibt dem Raum seiner physischen Existenz gewahr. Ihm wird die Orientierung im Prozess des Oszillierens zwischen Bild und Realraum wesentlich leichter gemacht als in Newmans Kompositionen. Die Konfrontation mit der Totalität seiner Flächen befördert das Gefühl von Orientierungslosigkeit und Unbehagen. Anders als Newman fordert Martin den Betrachter nicht heraus. Vielmehr nimmt sie ihn an der Hand und öffnet die Tür für eine behutsame, intensive ästhetische Erfahrung. Wo jedoch ist nun hinsichtlich des Umgangs mit dem Raum und dem Betrachter der Gegenpol, zu dem sich Martin mit ihren Werken einpendelte? Es ist der tatsächliche Schritt in den Raum, die faktische Verbindung von Werk und Realraum, wie er in den Wandarbeiten von Soluit deutlich wird. Hatten die Leinwände der abstrakten Expressionisten, und dies gilt auch für Martins Kompositionen, die Beziehung zwischen dem Werk und der Ausstellungswand bereits verändert, indem die Bilder die weiße Wandfläche als Resonanzraum aktivieren. Brian O'Doherty hat diesen Prozess in seiner Ideologie des White Cube ausführlich dargestellt. Und wenn Frank Stella diese starke Kausalbeziehung zwischen Wand und Werk in seinen Shaped Canvases noch deutlicher exponierte, so wurde die weiße Wand der Moderne und damit auch die modernistische Vorstellung der Autonomie von Kunst erst mit dem faktischen Bearbeiten der Wand vollzogen, was sich ab 1967-68 vermehrt beobachten lässt. Martin könnte diesen Schritt in New York also durchaus noch mitbekommen haben. Sehen Sie etwas? Also ähnlich wie bei Martin auch. Ich habe sogar ein Detail. Also auf der Seite, das ist also eine Zeichnung von Soluit, die auf einer Rasterung beruht. Er teilt, wie es in der, im Titel auch vorgegeben wird, die Wandfläche in vier Flächen und die sind unterschiedlich schraffiert. Also in diagonalen und horizontalen, vertikalen. Und Bitte? Ja, vielleicht können Sie noch ein bisschen dunkler machen. Das ist eine gute. Ich habe hier mein Licht. Nicht wirklich, ne? Okay. Die frühen grafischen, auf Permutationssystem beruhenden Wandzeichnungen von Leavitt stellen den Bezug zum Realraum und damit die Raumbildlichkeit, so Gundolf Winter, in den Vordergrund. Grundlage ist nicht ein spontaner, vom Künstler ausgeführter Zeichenakt, der eine innere subjektive Idee zum Ausdruck bringt, sondern das zugrunde gelegte System, dessen Ausdehnung durch die Maße der gegebenen Wand bestimmt wird. Neben der Flächigkeit der Wand kehrt Leavitt ihre Funktion als Raumkonstituente hervor. Denn, so schrieb Rosalind Krauss 1974, ich zitiere, die Wand zu markieren oder auf sie zu zeichnen, wurde gleichbedeutend damit, den äußeren Raum zu markieren. Krauss' Beobachtungen zu den Wandzeichnungen von Mel Bogner, Dorothea Rockburn, Richard Tuttle und Richard Serra
konstatieren einen veränderten Umgang mit der für die Zeichnung relevanten Räumlichkeit. Sie sieht in dem Wunsch der Künstler, Zitat, gerade in dieser Welt zu zeichnen oder sie zu markieren, also in der Abweichung von gezeichneten Illusionsräumen, ein entscheidendes Merkmal der seit Ende der 1960er Jahre entstehenden Zeichnungen. Auch wenn Martins Zeichnungen auf der Leinwand nicht den äußeren Raum, sondern den Bildraum markierten, so sind sie doch im Rahmen des veränderten Umgangs mit dem Medium Zeichnung zu lesen. Denn auch für Martin war die Zeichnung nicht Ausdruck des Individuellen, vielmehr dient sie der Vergegenwärtigung der menschlichen Existenz. Sei es die Existenz des Künstlers als Autor oder die Existenz des die zeichnerische Handlung nachvollziehenden Betrachters. Die Begegnung mit dem gezeichneten Grid und der beschriebene Prozess des Oszillierens zwischen Real und Bildraum zeigen, dass auch Martin der damals aktuellen Forderung nach einer Einbeziehung des umgebenden Raumes nachging. Ihre als räumliche Ensembles konzipierten Serien nach 1973 belegen dies noch deutlicher. Ich möchte meinen Vortrag mit einer letzten Überlegung zum Grid schließen. Anfang, Mitte der 1960er Jahre, als Agnes Martin die Gitterstruktur für sich entdeckte, zum Bildmotiv erklärte und zu einer bis dato nicht bekannten Verbindung von Malerei und Zeichnung führte, war das Prinzip der seriellen Reihung, die häufig in Form eines Rasters auftaucht, durchaus bekannt. Sowohl in der Pop-Art als auch in den seit 1963 zunehmend ausgestellten Werken der Minimal-Art lassen sich Reihen und Raster finden. Noch viel unmittelbarer war Agnes Martin dem Grid im Austausch mit Ellsworth Kelly begegnet. Dieser setzte sich während seines Aufenthalts in Frankreich 1948 bis 1954 intensiv mit dem Gitter auseinander. In seinen Experimenten mit farbigem Buntpapier etwa wählte er das quadratische Raster als antimimetische Grundstruktur und füllte die einzelnen Module mit verschiedenen Farben aus. Das Neuartige an seinen Kompositionen war, dass einige auf dem Zufallsprinzip basierten. Das heißt, er ordnete die Farben nicht bewusst zu. Die Module des Gitters fungieren als Container und Rahmenwerk, um die Wirkung der Farbkonstellationen zu erproben. Auch seine 1952 entstandenen Arbeiten aus einzelnen quadratischen Farbtafeln rekurrieren auf die Rasterstruktur, um traditionelle Gattungsgrenzen der Malerei zu befragen. Indem er diese Tafeln mit industriell gefertigtem Stoff bezog und sie dicht aneinander oder aber in Abständen, die die Wand sichtbar machten, platzierte, stellte Kelly die traditionellen Gattungsmerkmale, nämlich den Malakt, die Autorschaft, den Bildträger und die Bildfläche, in Frage. Agnes Martin kannte diese Arbeiten, als sie selbst mit dem Gitter zu experimentieren begann und es in den 1960er Jahren zum elementaren Bestandteil ihrer Werke machte. Sie tat dies mit einer gänzlich anderen Intention als Kelly. Die Ausgewogenheit und Gleichwertigkeit der Gitterstruktur und die Wirkung, die sie als gezeichnetes All-Over auf dem Betrachter hat, dienten Martin zur Visualisierung abstrakter Emotionen, allen voran der Darstellung von Schönheit und Unschuldigkeit. Damit unterschied sich Martin auch grundlegend von Solowitz Einsatz des Grids. Dem Konzeptkünstler diente es primär dazu, seine komplexen mathematischen Systeme von Einheit, Reihe und Variation darzustellen. Ob der Betrachter die Informationen versteht, ist für den Künstler belanglos. Man kann nicht das Verständnis aller Betrachter vorhersehen, erklärte der Künstler. Während Levits Gitterstruktur gerade in den Wandzeichnungen schwer oder nur mit gezielter Aufmerksamkeit zu erschließen sind, lassen sich Martins Grids geradezu intuitiv erfassen. Martin stellt erneut den Betrachter und dessen positive Erfahrung mit dem Kunstwerk ins Zentrum. Die weitreichenden Veränderungen, die die Gattung Malerei seit der Moderne durch die Erweiterung des Verbbegriffs um situative und prozessuale Ansätze und durch die Öffnung der Gattungsgrenzen erfahren hat, schlagen sich deutlich im Werk von Agnes Martin nieder, allerdings in einer gemäßigten Reaktion auf diese Umbrüche. Gemeinsam mit einer Reihe von weiteren Malern entwickelte Martin die Malerei entscheidend weiter und enthob das Medium damit seiner vermeintlichen Krise in den 1960er Jahren. Agnes Martin tat dies auf eine sehr eigene Weise,
die, so sollte mein Vortrag darlegen, am ehesten als Mittelweg im Rahmen einer Oszillationsbewegung zwischen sie umgebender Positionen bzw. Pole umschreiben lässt. Eine letzte Folie soll nochmals plakativ darstellen, was ich mit dem Mittelweg meine. Denn auch das Prinzip des Oszillierens lässt sich, wie es in dieser Aktion von Curly Schneemann als lebendiges Pendel sichtbar wird, deutlich anders umsetzen. Dankeschön.